So, wir haben den Popster noch übrig. Wir haben einen Panzer dazu bekommen. Den hat, ich wusste ja, dass es die Klassen schon gibt. Deswegen, den hat sich der Pall schon gekrallt und die Blume hat sich Sven schon geholt. Nutze die Kraft der Natur, um deinem Team die Zeit zu versüßen. Effektive, moderne Waffe, komplett mit großer Kanone und Panzerung. Raffiniert, charmant, elegant, freut und verneigen sich vor ihrer Majestät. Und natürlich der Popstar. Ich weiß nicht, will ich Popstar sein oder... Ich weiß halt nicht. Mich stört es nicht, wenn ich hier eine Prinzessin im Fummel rumrenne, bin ich ganz ehrlich. Aber der Popstar sieht aus, als würde er die ganze Zeit posen. Das wäre mir ehrlich gesagt ultra peinlich. Außerdem wollte ich Feidi ja zum Popstar machen, ne? Ja, dann bin ich wohl eine Zeit lang eine Prinzessin. Prinzessin Shining ist im Dienst. Dann leg dich ins Haus, Prinzessin Shining. Erst als wenn eine Prinzessin ist, bin ich eine Prinzessin. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Jetzt können die anderen so viele Gags über mich machen. Aber mich juckt das nicht. Inzwischen? Da sind ja die drei alten Dullis. Was für eine Hitze. Und... Hey! Da sind die anderen drei. Hallo. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Dieser dunkle First Soul. Er hat uns gefangen und hierher gebracht. Ich... Ja. Aha. Dann sitzen wir alle im selben Boot. Sag mal, seid ihr auch Freunde von Shining? Ganz genau. Verrückt. Wir sind auch mit ihm befreundet. Kaum zu glauben. Das macht uns sechs wohl auch zu Freunden. Sieht so aus. Ja, Dance Party. Shining kämpft immer so hart. Da dürfen wir auch nicht so untätig rumsitzen. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Finde ich auch. Dazu müssen wir gut zusammenarbeiten. Also dann, packen wir es an. Ich habe den Popstar jetzt wirklich hauptsächlich deswegen nicht genommen, weil ich nicht posen will. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Prinzessin glücklicher bin. Bin ich ehrlich. Naja, wenigstens habe ich eine Krone auf dem Kopf. Und ich darf das Königsfleisch genießen. Das ich unglaublich lecker finde. Mal ganz ehrlich, die restlichen beiden, die ich als Partymitglieder haben wollte, die hätten wahrscheinlich eh keine gute Figur als Prinzessin gemacht. Ich glaube, es ist so tatsächlich sogar besser. Ich finde es interessant, dass das Pferd auch nicht mitgenommen wird. Das ist ihm wohl zu schwer. Oh, guck mal, da ist schon wieder Toadette. Das Elfenreich. Und wir reiten natürlich. Warum das lange Gesicht, Epona? Wirft mich direkt runter. Was machst du mit der armen Prinzessin Shining? So, hau ich die jetzt mit dem Fächer? Schau die einfach mit dem Fächer. Und Pommes. Auch interessante Gegner. Ich kann direkt Hotte Hü einsetzen. Sieht das bei der Prinzessin aus? Seht her, Untertan. Erster Beistand, Prinzessin mit Hotte-Hü. Ich tanze auf dem Pferd. Tada! Das hat alle kalt gelassen. Hat euch meine Darbietung gefallen? Ja, offenbar nicht. Eine Schmusewange. Ich krieg nochmal ein bisschen MP zurück, aber ich habe keine Technik, wo ich es einsetzen könnte.
fächer ich mir mal ein. Das wird morgen sicher wehtun. Marshmallow erhalten. Ich bin froh, wenn ich keine Prinzessin mehr bin. Aber der Popstar war halt schon vergeben. Beziehungsweise Prinzessin hätte bei den anderen beiden null gepasst. Und dich finde ich gut, Pogel. Ich habe ihm auf den Arsch gehauen. Level up Shining. Tänzen gelernt. Bringe deinen Gegner zum Tanzen. Dadurch verlieren sie einen Zug. Okay, ich kann meine Gegner tanzen lassen. Bin durstig. Ich habe was gefunden. Nähe zum Pferd ist gewachsen. Aber keine Fähigkeit dazu. Hm? Es ist jemand an der Tür. Will mir da etwa einer den Hof machen? Hohoho, ich habe dich schon wieder warten lassen. Diese Einsamkeit, wenn man allein reist, das ist nicht einfach, was? Aber hab keine Angst. Ich habe ein neues Mitglied für dein Team engagiert. Also, ich will es nur mal unterschreiben, ne? Maxtreme und Sherpa. Sherpa hätte man sich als Prinzessin zur Not vorstellen können. So, wer kommt als erstes natürlich in mein Team? Sven oder Pall? Ich würde sagen Pall, weil er wird im Panzer sein und ich glaube, ich brauche jemanden, der Schaden austeilen kann. Also, Pall kommt ins Team. Er wollte entspannt sein. Und er ist ein Panzer. Panzerpall kommt. Und natürlich trägt er nur schwarz. Ein entspannter Panzer. Panzerpallwanter. Hallo und hurra. Ich bin Pallwanter. Ich hoffe, du hast Platz für mich im Team. Ich werde auch mein Bestes geben. Und er hat mir auch geschrieben, was er schreiben will. Auf jeden Fall. Zwei weitere Gefährten werden sich euch beide anschließen. Nur mit vereinten Kräften werdet ihr alle Abenteuer meistern. Darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Hohoho. So. Pall und ich beziehen mal natürlich gleich ein Zimmer. Aber zuerst muss ich mich mit dem Pferd unterhalten. Jetzt kriegt erstmal sein Wasser und mein Kleid wurde nass. Nein. So, Pallwanter. Wir beide. Wir haben 6 Tickets, die wir ausgeben können. Ich will als erstes ein Seidenkleid. Ja. Im Blau natürlich. Sehe ich nicht fancy aus. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, dass ich Prinzessin bin, aber egal. So, wir haben 6 Ausflüge und alle mit Pall. Gehen wir zuerst angeln. Kann ich halt die Freundschaft mit Pall erstmal richtig stark boosten, dann kann er ruhig mit dem Pferd erstmal im Zimmer bleiben. Sorry, Toilettenpause. Kein Problem. Da ist die Prinzessin halt alleine. Ah! Pallwanter, Hilfe! Er hilft mir! Im Gegensatz zu Dave. Angeben wurde gelernt. Wenigstens bin ich gut gekleidet. Im Gegensatz zu Pall. Ich sehe diesen Vorteil. Das könnt ihr mir nicht nehmen. Wollen wir gemeinsam zum Mittagessen? Oh nein, ein Falter! Er hat Palls Essen geklaut. Hier, komm, ich teile mit dir. Ich habe sogar die richtige Frise für den Job, ne? Ich habe lange Haare. Damit passt das. So, wir gehen dann in den Botanischen Garten, Pall. Danach haben wir ein paar Dates im Kino.
Das kommt mir gerade wieder vor wie der Fanfiction-Teil, ne? Boah, ist das grün hier. Und es duftet so herrlich. Ach, das ist so erfrischend. Die Sonne ist so angenehm. Ein wahres Sonnenbad. Ah! Wehe, du guckst mir unter den Rock. Dann haben wir beide Stresspall. Ich fände es richtig lustig, wäre Pall jetzt in den Kommentaren. Wir haben erstmal einen Kampf auf dem Weg. Ein Grünploing. Tänzchen. Lass uns tanzen. Neue Technik. Tänzchen. Wenigstens darf ich mal fancy sein. Oh Gott. Pall hat erstmal seine AP-Banane gefuttert. Du hast deinen Zug super genutzt. Ich probier's nochmal mit dem Tänzchen. Ich will ihn tanzen sehen. Funktioniert nicht. Okay. Hat sein Angriff ihn gerade Mana gekostet? Der verbraucht 2 Mana pro Angriff. Was passiert, wenn er kein Mana mehr hat? Kann er da nicht mehr angreifen? Ich hoffe nicht. Wenigstens ist er direkt Level 2. Ich gebe mir erstmal die Bonuserfahrung. Fächerwelle. Schneide einen Gegner mit Flickenhieb in 2. Magie. Okay, die Prinzessin ist ein Magiekämpfer. Okay, ich kann wenigstens endlich wieder Magie nutzen. Was für einen Film sehen wir uns eigentlich hier an? Ein Krimi. Okay, ich werde schlafen. Mit einem schlauen Detektiv, der die kniffligsten Fälle löst. Gucken wir einen Detektiv Conan-Film? Ich bin wenigstens richtig gekleidet für unser Date, Pall. Ha, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Hm, wie meinst du das? Pall Banter? Du warst der Täter! Was? Ich? Ich bin ja auf die Schliche gekommen. Du hast mein Sandwich gemobst. Ich finde diese Events manchmal richtig, richtig gut. Im Ernst, ich hau einfach alle Ausflugstickets hier jetzt raus und dann muss ich eigentlich erstmal nicht mit Pall in ein Zimmer. Dann kann er ruhig mit dem Pferd zusammengammeln. Keiner will was haben und die Spielhalle, eigentlich lohnt sie sich noch gar nicht, oder? Da könnte ich mit einem Seidenkleid gewinnen. Ich habe richtig viel Zeug jetzt zum Futtern. Marshmallow. Erstmal gucken, ob er den Feiderhonig mag. Ja. Pall mag Feiderhonig. Magie mag ich leider nicht. Aber Pall kann damit doch gar nichts anfangen. Und mit dem Kaktussaft kann er offenbar auch nichts anfangen. Der Mumie. Mag ich das? Es schmeckt. Marshmallow. Mag ich offenbar. Und wir sind satt. Die Banshee-Träne muss ich gleich runterwürgen. So, Pall, willkommen im Team. Aber vorher... Wir haben schon eine richtig gute Freundschaft direkt von Anfang an, deswegen kannst du ruhig zum Pferd jetzt. Freunde dich mit dem Pferdchen an. Ach, ich hab was vergessen. Hi, Christina. Hallo. Und da ist wieder mein großer Weiser. Vom Magier zur Katze und zur Prinzessin. Was ich gerade richtig gut fand, Pall fährt auch wie ein Panzer, wenn man nicht beschleunigt. Danke, dass du mir direkt hilfst mit deiner Riesennase. Dankeschön. Pall Banter ist halt mein Gefährt. Er muss mir helfen. Ich finde das richtig gut. Der Schurke zum Beispiel, beziehungsweise der Dieb, ist in so einer Schurkenhaltung gelaufen. Die Katze ist auf allen Vieren gelaufen und der Panzer, der fährt einfach. Einen Mund, Tomate und 2 Pommes. Da hilft nur ein Hänschen.
Tanzt, meine Gegner, tanzt! Die Tomate und der Pomp tanzt. Aua. Alles in Ordnung? Nein, alles in Ordnung, Pal. Feuerfrei, der... ich muss dem Palwander alles füttern, was Mana gibt. Der ist im Mana-Fresser-Klasse. Nehmt dies, neue Technik, Fächerwelle. Pam. Nicht übel, oder was? So, mich interessiert jetzt einfach, was ist mit Pal, wenn er jetzt keine MP mehr hat? Obwohl, er wird das MP-Bonbon schlucken, ne? Ich hau einfach drauf. So, und jetzt ganz schnell Pal streuen, bevor er hier irgendwas schlucken kann. War ich nicht eine gute Figur als Prinzessin? Ich biete dir Hilfe an. Oh, bei Hilfe schießt er doppelt. Hat er jetzt auch doppelt Mana verbraucht? Darauf habe ich nicht geachtet. Wieder zwei Marshmallows. Jetzt treffe ich meinen großen Weißen mal wieder. Warum hast du so ein episches Theme? Ich will das auch haben. Hallo Kai. Soweit ich gehört habe, bist du nicht untätig gewesen. Du hast Akadari in dem Pfad der Tugend gewiesen. Respekt. Aber was anderes. Wie lässt sich deine Jagd auf den dunklen Fürsten an? Naja, meine Freunde wurden schon wieder entführt. Ah, es läuft also nicht so rund. Ich habe keine Ahnung, wo der dunkle Fürst stecken könnte. Da hinten im Elfendorf. Elfen? Die Elfen sind Waldgeister. Sie besitzen großes Talent in Sachen Magie. Gleiches Spiel hat der dunkle Fürst dort sicherlich, wenn er angreift. Wir sehen uns. Wir sind im Gasthaus angekommen. So, ich will natürlich einen japanischen Fächer erstmal. Also einen neuen Fächer. Japanischer Fächer wurde gekauft. Ausrüsten. So. Und zwei Pferdeausflüge, die kann Pal haben. Wie gut du riechst, Epona. Oh, wo sind denn die da? Der Wind fühlt sich herrlich an. Warte mal, Pal hat eine tiefe Stimme. Oh, kuscheln. Und eingeschlafen. Tolles Event. Bin einfach eingepennt. Was will eigentlich ein Panzer auf einem Pferd? Aber schön, hier ist halt auch wieder so eine neue Ebene, wo ich Ausflüge machen kann. Oh, ein Zirkus? Nee, ein Stadtfest. Hm, echt jetzt? Wo steckst du, Epona? Ich habe Epona mal kurz entführt. Hast du etwa unser Pferd gesucht? Mal wieder musste ich den Tag retten, Pal. Weil du das Pferd einfach verloren hast. Wirklich, schäm dich doch. Ja, und den Botanischen Garten können wir ruhig nochmal zusammen besuchen. Gleich haben wir direkt von Anfang an Freundschaftsstufe 10. Ich brauche dann nie wieder mit Pal in ein Zimmer. Wow, das sind echt mal eine Menge Blumen. Oh, die habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Was für ein Anblick das war. Nur diese eine Blumenart, soweit das Auge reichte. Echt, wo war das denn? Habe ich vergessen. Hm? Da hätte ich mir das auch gerne angesehen. Entschuldigung, Pal. Jetzt hätte mir Pal im Vortrag gehalten. Wie kannst du denn was vergessen mit deinem fotografischen Gedächtnis?
Ich kann ein Bauernkleid gewinnen. Oder auch nicht. War zu schön, der Traum. Ich weiß, dass die alle voll sind, obwohl ich bin nicht voll, ne? Aber ich kenne Käsekuchen schon. Ich mache mit Topia übrigens dann für heute Schluss, wenn ich meine Party komplett habe. Da unten ist das Elfendorf offenbar. Also dann, wir reiten zusammen. Und runtergefallen. Oh, ich will diesen Pugel mal tanzen sehen. Ich mache jetzt einfach Tänzchen. Ich will ihn tanzen sehen. Ich will wissen, wie der Vogel tanzt. Der twirkt! Ja, twirkt für mich! Vor allen Dingen, wenn der Vogel getroffen wird oder sich aufregt. Ich sag mal nicht, wie das aussieht. Wie? Was fällt dir ein, Paul? Dich einfach hinter einer Prinzessin verstecken. Oder mir dann mit seinem Po ins Gesicht sprengt. Also wirklich, Paul. Okay, es hat nicht mehr MP verbraucht. Aber seine Angriffe kosten ihn halt 2 MP pro Schuss. Also pro Angriff. Mii-Politik gelernt. Ein Freund dient als Munition, um einen Gegner zu treffen. Bitte nicht. Ich will keine Munition sein. Der Vogel hat uns angepupst. Ich helfe dir. Dafür, dass er uns angefurzt hat. Also wirklich. Ist doch klar, dass wir dann wütend sind. Eine Kiste mit 180 Gold. Und wir sind im Gasthaus. Das Pferd sucht mal wieder nach mir. Mir ist langweilig. Ich probiere einen neuen Look für Epona aus. Im Prinzessinnenkleid. Tada! An welche Prinzessin erinnert mich das gerade? Ich sehe jetzt komplett weiblich aus, ne? Also wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, man ein Char wäre ein Mädchen gewesen. Das könnte man eigentlich jetzt sogar noch denken. Mich juckt das nicht so. So, zack. Hähnchencurry. Das liebt der Paul. Let's go. Unsere Freundschaft ist ja nur so stark, weil ich so viele Tickets übrig hatte, ne? Wähle ein Mii für jeden Einwohner. Ich muss jetzt hier alle einmal zuweisen. Nee, lassen wir da mal. Verletzter Elf Aubert. Oh, wie schrecklich. Der dunkle Fürst ist auf dem Weg ins Dorf. Aber einen Trumpf haben wir. Drei Schwestern, die uns beschützen werden. Fesche Fee 1. Nein, ich brauche jetzt nicht 3 Feenschwestern, ne? Nein! Wen soll ich denn da jetzt alles hinsetzen? Ich habe keinen Plan. Obwohl doch, ich habe einen Plan. Dieser Plan ist ultimativ. Wartet. Das will ich euch mal... Ich zeige euch das gleich, was ich vorhabe. Darf ich die Feenschwester vorstellen? Dreimal der alternative Pal. Das sind einfach mal Zwillingsschwestern. Beziehungsweise Trillingsschwestern. Ich habe die Macht. Wir haben dreimal Pal. Oh, mir kommt gerade eine noch viel bessere Idee, ne? Wisst ihr was, Leute? Ihr könnt mich jetzt richtig unkreativ nennen für das, was ich jetzt tun werde. Aber ihr könnt es euch denken, ich mache trotzdem Schwarzbild nochmal ganz kurz.
Meine beiden Kollegen werden mich so hart anfauchen. Aber ich vorstelle das komplette Dorf Sherpa. Ich habe die Macht. Ihr könnt mich so unkreativ wie möglich nennen, ne? Wir haben drei Drillingsschwestern. Also, die wurden als Drillinge geboren. Komplett identisch. Und wir haben ein komplettes Sherpa-Dorf, das diese Feen dann verehrt. Nennt mich unkreativ, aber ich finde die Idee gut. Ich freue mich gleich, aber erstmal muss ich hier den einen Weg noch abschließen, ne? Ach nee. Darf ich vorstellen? Da liegt Sherpa. Ich habe auch übrigens erst dran gedacht, das ganze Dorf zu Pal zu machen, aber ich wollte, dass da zumindest ein kleiner Unterschied ist. Hallo Sherpa! Na Sherpa, was geht? Na? Was ist denn los, Sherpa? Na? Warum so ein mürrisches Sherpa? Oh, da liegt der faule Sherpa. Na, Sherpa? Das, daraus mache ich Glip und schick das an Akatari. Und dann bei die selbst. Der furchtsame Sherpa. Dies ist das Elfendorf. Seit der dunkle Fürst da war, ist die Lage hier ziemlich angespannt. Es macht dich lieber wieder fort, Fremder. Der letzte in der Party wird dann übrigens McStream sein. Ich finde, das ist auch eine große Ehre, ein ganzes Dorf sein zu dürfen. Hinfen 1, Sherpa. Fesche Pal, ihr seid so fesch. Ich bin ein großer Fan der feschen Feen. Meine Lieblingsfee ist die älteste, die Fesche Pal. Sie ist so glamourös und dabei wirklich wirkt sie so distinguiert. Da kann der dunkle Fürst nicht mithalten. Ich könnte es natürlich auch andersrum machen, ne? Dass das ganze Dorf aus Pal besteht und die Feen Sherpa sind. Aber ich finde, das Gesicht vom Pal passt da irgendwie besser. Feenfan 2 Sherpa. Applaus für die Fesche Pal. Fesche Pal, du bist die Beste. So ruhig und so gütig und so rücksichtsvoll. Du bist perfekt. Du kannst gar nicht gegen den dunklen Fürsten verlieren. Pal, du hast ein ganzes Dorf voller Sherpas, die dich verehrt. Eine Ode an die Fische Pal. Fische Pal, du bist die fescheste aller Fischenfeen. Schillernd, schelmisch, voll von Stein. Alles hast du, was die Fee zum Feschsein braucht. Der dunkle Fürst ist dir nicht ebenwürdig, wenn es ums Streichspielen geht. Die Fee Sherpa. Das ganze Dorf liebt diese albernen Feen. Das ist doch albern. Die denken wohl mit ihrer Zauberei in, seien sie etwas Besonderes. Aber ich habe auch meine Talente, stimmt's? Ja. Haha, genau. Einer wie du erkennt sowas. Na? Paulenzer Sherpa. Bäh. Mir ist alles ganz egal. Was du auch sagst, es kümmert mich nicht. Hauptsache, ich kann hier auf der faulen Haut liegen. Ein dunkler Fürst ist mir doch egal. Na, Sherpa? Schelmische Fee, Sherpa. Ich bin eine Hexe. Fort mit dir, du findest das Ungetüm. Ha! Oh Gott, ich bin weg. Das hat dich ganz schön überrascht, was? Hm? So eine Katastrophe. Hallo, Pal. Hilfe, Hilfe, es ist so schrecklich. Fesche Fee 3, Pal. Der dunkle Fürst, meine Schwestern, weg, entführt. Der dunkle Fürst Sola hat das Elfendorf überfallen. Die drei feschen Feen hatten sich ihm entgegengestellt, um das Dorf zu schützen. Nach hartem Kampf war der Angreifer durchs östliche Tor geflohen. Aber damit war die Sache nicht ausgestanden. Die Schwestern wähnten sich als Siegerinnen. Da kamen Monster und zauberten die beiden älteren Schwestern weg. Das ist zumindest, was ich diesem Wortschwein entnehmen konnte. So, jetzt habe ich mich etwas beruhigt. Hallo, übrigens. Ist mir meine Schwester Pal zurückzuholen? Ja. Richtige Antwort. Lass uns aufbrechen.
Pal hat sich dir angeschlossen. Pal wird in der Zitrushöhle gefangen gehalten. Das ist unser Ziel. Oh, Pal kommt sogar mit mir. Ey, vor allen Dingen, ich freue mich, wenn die Gesichter hier gestohlen werden, ne? Ich habe dann so viele Feidi-Bosse. Kann ich mich drauf freuen. So, durch das Tor da rechts kann ich definitiv noch nicht. Oh Gott, wenn der Quizfreak mich einmal übrigens was über Sherpa fragt, ne? Ich werde sowas von verkacken. Los geht's! Ich werde bald zeigen, was ich drauf habe. So. Ist die Fee denn jetzt nützlich im Kampf oder steht die nur am Wegesrand? Wie der eine. Wie der Schmirko. Hey, Shining. Ich wurde direkt gebufft. Und ein Pal wird erstmal verprügelt. Ein Kinderspiel. Fans in der Fall. Okay, sie hilft mir im Kampf. Das ist immer nicht so schwach. Okay. Ich fühle mich spitze. Nicht schon wieder. Ich warte mit dem Mega-Ablaufen, bis ich all meine Freunde habe. Da ist hier nur mein Beitrag. Sag, Pergunta, hast du eigentlich einen Schlachthof? Aber hallo. Ich habe vergessen, ihn im Schlachthof bisher zu geben, ne? So, den hat er mir auch persönlich geschrieben. Der hat irgendwann mal irgendwas mit Odin gespielt und deswegen schreit er für Odin. Für Odin! Ja, nicht schlecht. So ganz genau müssen wir den jetzt auch nicht verstehen. Aber wir haben ein Gasthaus. Oh, guck mal, da rechts ist die falsche Fee. Und die beiden haben erstmal Freundschaft. Ja, da ist einer an der Tür. Jemand will sich dir anschließen. Schwinn darf sich meinem Team anschließen. Er ist laut Yannick verträumt. Und er gibt eine prima Blume ab. Blume Schwen ist im Einsatz und er ist verträumt. Ja, du bist eine verträumte Blume, Schwen. Ganz klar. Blume Schwänzel. Ich habe dich warten lassen. Ich bin Schwänzel. Ich werde hart arbeiten, um dem Team gute Dienste zu leisten. Ehrenwort. Ich darf doch in dein Team, oder? Na, ich weiß ja nicht. So, Schwen darf zu mir ins Zimmer erstmal. So, Schwen ist angekommen und wird direkt die nächste Blume haben. Er will eine Kirschblume werden. So. Ist es kein Rot vorhanden? Ich gebe in Schwen alles, was orange ist. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann rot. So, es wird Zeit, dass Schwen auch den Käsekuchen probieren darf. Käsekuchen schmeckt wohl einfach. Du bist doch 100 Pro ein Kämpfer. Tomatennudeln, heb die MP. Da bist du wenigstens hochzufrieden, Pal. Da können wir ein Ausflugsticket gewinnen. Ja, komm, einfach um die Freundschaft zu steigern. Nee, ich krieg ein Bauernkleid. Ich wollte eigentlich das Ausflugsticket. Jetzt bin ich ein Dienstmädchen. Ihr habt so viele Möglichkeiten für Gags. Nutzt sie. Ich und Pal müssen auf kein Zimmer. Ah, ich habe die HP-Banane gerade eben verbessert. Ah, nee, durch Nahrung. Habe ich meine Werte auf 25 hochgeboostet. Wie viel habe ich denn schon gefuttert? Das Gesicht vom Pal, was ich gebastelt habe, ist einfach Gold wert. Und ich habe da oben Goldpleuen gesehen. Wie der Schwert läuft. So, ich bin mal gespannt. Was kann Schwen überhaupt? Ich futter erstmal meine HP-Bananen.
weil ich die halt auch bessern will. Ich biete ein paar Hilfe an. Er schießt und trifft. Ich will nur verhindern, dass die selber die HP-Bananen futtern. Mich brauche ich nicht heilen. Okay. Ah, er ist wieder Dieb, der trifft alle. Okay. Wie gesagt, ich brauche einfach meine HP-Bananen und MP-Bonbons auf. So, und wer darf natürlich Bonuserfahrung erhalten? Sven. Ich muss Sven auch noch einen Schlachtruf geben. Oh, mir fällt jetzt auf, dass du neue Kleidung trägst. Steht dir echt gut. Juhu, es ist doch noch jemand aufgefallen. Da ist Sven glücklich. Ich habe eine Frage. Und zwar, bekommen Panzer auch Hunger? Ich schon, aber ob das nur an meiner Klasse liegt? Ja, du fährst ja so viel rum, ne? Da wird man natürlich hungrig. So, und wo bleibt mein letztes Partymitglied McStream? Wo bleibt Mirko? Oh, Sven kauft mir ein Geschenk. Er will sich bei der Prinzessin einschleimen. Komm, mein Diadem. Ein präparierter Blaufalter. Nee, da hätte ich dir sagen können, dass mir das nicht gefällt. So, wir müssen Sven noch eben kurz einen Schlachthof geben. Und ich finde diese Haltung bei der Blume echt gut. Und bei dir wollen wir natürlich noch eine andere Pose haben. Ja, genau so eine. Genau diese Pose. Genau die wollte ich. So, wir würden mir was gekauft haben. Sven will ein vertrocknetes Blatt. Warum willst du denn direkt ausgetrocknet sein? Sven ist ein Magiekämpfer, okay. Hätte ich mir aber auch denken können, dass so eine Blume nicht wirklich zum Nahkampf taugt. Ich habe 49 Bananen. Ich brauche die so lange auch, bis ich nur noch 30 habe. Aber erstmal holen wir uns den Goldblock da oben, bevor der weg ist. Weil es ist richtig viel Geld. Muss natürlich aber auch aufpassen. Der haut auch übelst den Schaden raus. Ich könnte versuchen, ihn zum Tänzchen zu bringen, aber ich glaube, das bringt nichts. Ja, Sven, du musst mehr Schaden machen. Genau so. Ich muss die ganze Zeit Pall hochheilen. Ein Raidangriff sollte es richten. Das hat's gerichtet. 500 Gold. Das sagt man doch nicht nein. Und jetzt der Questfreak. Wer ist Sherpa? Kennst du jemanden nur in der Silhouette? Bitte drei Sherpa-Möglichkeiten. Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Frage 1. Wer ist das? Das sollte Exos sein, oder? Ja. Frage Nummer 2. Wer ist das, Palbanter? Pall hat als einziger diesen fetten Bart. Und Nummer 3, das ist Dave. Ich erkenne doch meine Mies. Die habe ich alle selbst erstellt. Fünf HP-Bananen, man sieht sich. Tschüss. Noch mehr, die ich aufbrauchen kann. Und mein Team kämpft zu lange. So, durchsprinten. Ich will McStream noch einsammeln. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Sollten nicht fehlen im Garten. Dann stolperst du über den Spaten. Wird auch dein Gesicht rot wie Tomaten.
Da musst du auf den Arzt warten. Doch wenigstens hast du Tomaten. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein soll. Okay, Sven mag meinen Gesang nicht. Pall hat einen tollen Modegeschmack. Bisher wollte er noch gar nichts haben, der Pall. Pall macht auch schon recht gut Schaden. Also klar, er war gelobt, ne? Level up für Sven. Blumenduft gelernt. Stelle mit süßem Blumenduft HP wieder her. Okay, er ist ein Healer. Also habe ich es geschafft, dass meine Partys durchgehend mindestens einen Healer dabei hat. Der Koch war ein Healer, der Priester und die Blume. Ich werde Pai zeigen, was ich drauf habe. Und noch ein Level up. Tau des Lebens. Lässt ein Gefeuer in einem Freund aufstehen und Blumen riechen. Du kannst direkt so früh schon eine Federbelebung. Oh, ich habe einmal zu viel A gedrückt. Wollte das eigentlich jemand anders geben. Pall sucht Sven. Oder Sven sucht Pall. Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Shining imitieren. Was? Shining, Shining sagt bye. Haha, fast wie echt. Ich werde mir noch einen anderen Spruch überlegen. Immer bomben die mich. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Er will ein Eichelgeschoss haben, der Pall. Ist gekauft. Schieß deine Eicheln. Eichelmunition wurde geladen. Und der Sven will ein Ahornblatt. Er entwickelt sich weiter. Das ist ein schönes Ahornblatt, Sven. Sag mal, wo bleibt denn mein nächstes Partymitglied? Ist es da in der Höhle? Bisher ist nicht aufgetaucht. Ich lasse die Kiste da übrigens stehen, die ich da links sehe. Die Zitrushöhle. Die sieht richtig geil aus. So viel Orangensaft. Da kriegt man Hunger. Pall ist in dieser Höhle. Woher weißt du das? Weiß es eben. Fingpower und so. Na los, nicht rumstehen. Retten wir sie. In Ordnung. Mit Pall an meiner Seite fühle ich mich sicher. Ich auch. Oh, eine Spinne. Und Pompom. Zwei Pomps, die aneinander kleben. Ich mache meine altbewährte Taktik. HP-Bananen futtern. Ich weiß, dass es unnütz ist. Ich will nur sie aufbessern. Wenn sie einmal aufgebessert sind, kämpfe ich wieder mit. So, Mampf, Mampf. Oh, neue Technik. Blumenduft. Blumenduft. Das ist ein cooler Heal. Okay, die beiden können jetzt gegenseitig angeben. Mein Controller kackt gerade ab. Ich suche gerade mein Ladekabel für den Controller, dass ich den mal nebenbei laden lassen kann. Währenddessen fordere ich eben kurz das MP-Bonbon. Hab's gefunden und angeschlossen. Ist mein Controller ein bisschen leer, der ist fast leer offenbar. Bonuserfahrung für Sven, weil dann beides hinten liegt. Spinnensushi. Ich mag Sushi generell nicht. Das kann ein anderer haben. Sven, du kannst das Spinnen-Sushi haben. Blumen und Spinnen geben ja manchmal eine Symbiose ab. Bei Ausflugstickets. Zwei Ausflüge. Bauernhof und Angelausflug. Geht ihr beide mal angeln?
Nee, nicht mit Pall. Reicht es sonst, wenn ich die so hinstelle? Ja, dann kann ich mit Sven einmal zum Bauernhof. Mit Pall habe ich schon so eine hohe Freundschaft, weil ich so viele Ausflugstickets einfach reingeballert habe. Mach dich mal locker, Schwänze. Es gibt zum Essen dich. Bauernhof. Guck mal, Schafe. Och, wie süß. Apropos Schafe. Ja? Wusstest du, dass Wolken aus Schafswolle sind? Hör auf, im Ernst? Guck doch. Und du wolltest mir nicht glauben. Ich sag doch, die sind aus Schafswolle. Glaub mir doch, Sven. Ich habe meine Switch gerade zum dritten Mal umgetreten in diesem einen Stream. Wenn ich dir sage, die bestehen aus Schafswolle, dann bestehen sie aus Schafswolle. Und wir haben eine Wolkenmatte bekommen. Bin Sushi erhöht Tempo. What the hell? Ich sehe gerade, dass der Panzer keinerlei Tempo hat. Ich muss ihn auch noch Tempo alles füttern, weil sonst kommt er immer als letztes dran. Und ich habe mich gefragt, warum kommt er immer als letztes dran? Halbe endlich mal einen neuen Panzer, einen Holzpanzer. Schick, schick. Jetzt besteht er aus Holz. Oh, ist Schwarzholz. Oh, da ist schon wieder Ben. Ich gehe erstmal links lang. Im Pall an meiner Seite fühle ich mich sicher. Das habe ich jetzt schon so oft gelesen. Fünf für die beiden. Wildes Geballer gelernt. Ballere wird um dich, trifft zufällige Gegner und manchmal Freunde. Also Pall will keine Freunde haben. Hab ich zumindest gehört. Den linken oder den rechten Nebel? Den linken? Den P-Bonbon! Kann ich direkt im nächsten Kampf lutschen. Nein, wir tun so, als hätte ich den Satz nicht gesagt. Hat Pall gerade gesagt, ob er sich gut mit Pall verstehen würde? Irgendwas an dir hat sich verändert. Ach so, wieder nur was Neues angezogen. Und Gasthaus. L5, ja. 750 Leute gerettet. Der P-Streuer wurde besser, die Ruhezone auch. Nächster Bonus bei 800 Leuten. Und eine Freundesstufe mit dem Pferdchen. Ich werde dich hypnotisieren. Was? Palwante, du wirst müde. So müde. Nee, du wurdest vom Pferd hypnotisiert. Ich kann er auch schnauben. Ich lasse erstmal die beiden sich noch um einen anfreunden. Von Holz zu Pappe. Also die Stabilität deiner Rüstung nimmt immer weiter ab. Ist das nächstes ein Papierpanzer? Wir haben kein Schwarz zur Verfügung. Nehmen wir Lila. So, ich bleibe meinem Satz treu. Ich lasse die Kiste erstmal stehen. Und gehe gleich erstmal rechts. Also dann. Panzer auf dem Pferd. Neue Technik. Wildes Geballer. Ich helfe dir. Bam, 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 bam. Okay, die Technik ist gut. Der hat die Gegner gerade richtig gut weggereckt, der Pall. Das war nice. So, Sven liegt immer noch am weitesten hinten. Hallo, Ben. Die Flüssigkeit duftet wirklich wundervoll. Ob ich davon kosten sollte? Vielleicht keine gute Idee. Oh, du schon wieder. Du erinnerst dich doch noch an mich, oder? Ich bin Ben. Grübler und Forscher. Ich erforsche ganz forsch die geheimnisvollsten Winkel der Welt. Bei unseres Wiedersehens will ich dir dies geben. Eine seltsame Platte erhalten. Okay, man sieht sich.
Ist hier ein Tor drin? Ich habe gerade dafür die Platte direkt bekommen. Aua! Hall! Er schießt uns ab! Der hat kaum den Gegner getroffen, sondern nur uns! Level up für Shining. Eskorte gelernt. Schnapp dir einen Freund und verlasse die Gefahrenzone. Automatisch. Okay, automatisches Ausweichen mit einem Freund. Klingt doch praktisch. Oh, bin wohl eingedöst. Öffne mir mal diese Kiste. Luftiges Omelett. Ich kriege immer mehr Hunger. Mann, möge zum Henker noch eins. Wo bleibst du denn? Okay, jetzt kann ich ruhig mit Sven in ein Zimmer. So, haben wir irgendwas, das MP gibt. Wir haben was, was Tempo gibt. Das Omelette gibt MP. Und das Markpalle auch. Ich muss ihm alles füttern, was MP gibt. Aber ich will wenigstens wissen, ob die anderen das mögen. Ich jedenfalls nicht. So, auf nach rechts. Ich gehe nicht weg von diesem Stream, bevor ich nicht Mirko im Team habe. Das hier ist also die Zitrushöhle. Wie süß es hier duftet. Oh, schau mal. Das sieht ja lecker aus. Ich habe vergessen mit der tiefen Stimme. Was? Nein, halt! Was denn? Das ist eindeutig Orangensaft. Was ist daran bitte eindeutig? Palwanda nimmt genüsslich eine mysteriöse Flüssigkeit. Palwanda ist verschwunden. Boah, ich bin ja total durchsichtig. Du machst mir Angst. Huch. Palwanda ist wieder normal. Schade. Da hat sich Pal über seine Unsichtbarkeit gefreut. Oh, danke, dass du meine Frisur nutzt, Sven. Oh, ein neuer Pilz. Ein Köderpilz. Meine AP-Bananen haben sich immer noch nicht verbessert. So, er ist verträumt. Greift den Pompom an. Feuer frei für Pal. Dann mal los. So, das Ding ist weg. Köderpilz, dein Einsatz. Mach was immer du kannst. Ich greife dich auch nicht an. Er versucht mich zu schlagen, aber ich bin lässig. Verdammt nochmal. Der Pilz kam nicht dazu. Na komm, hier bald kriegst du ein Level up. Luftstoß gelernt. Entfesse einen kleinen Sturm und blase einen Gegner weg. Ich mach den mal mit irgendwas Damage. Und Gegner. Oh, eine Schnecke. Die heißt sogar so. Okay. Einmal eine Fächerwelle auf eine Teufelsspinne. Wenn ich mithelfe, sind die Kämpfe easy schnell vorbei. Mann hat die Schnecke Verteidigung. Und die schütze ich auch noch mit ihrem Panzerpall fürs eine AP-Banane, weil ich ihn nicht geheilt habe. Hm. Ich mach mal eben kurz meinen Hot-Tü von Pferde aus. Hot-Tü auf die Schnecke. Seht her, Untertan. Schaut meinen Tanz für euch an. Ich hoffe, ihr seid entzückt. Das ist nur für euch. Alle sind prächtig gelaunt. Oh, das hat der MP von meinen Leuten wiederhergestellt. Hat euch meine Darbietung gefallen? Okay, damit kann ich MP von allen wiederherstellen. Wahrscheinlich sogar bis zum Maximum. Und ich habe sie dadurch alle in diesen Buff-Zustand gepackt. Okay, das kann mein Hottehü.
Ist ja richtig praktisch, dass ich alle irgendwie so buffen kann. So, ich will angeben, zack. Ist eine richtig nützliche Fähigkeit, wenn man so drüber nachdenkt. Vor allem so für einen Bosskampf. Richtig praktische Fähigkeit. 30 AP Bananen, endlich! Jetzt machen die wenigstens 30 AP wett. Jetzt sind die praktischer. Endlich nützen die mal was. So, Pal will ein Kupfergeschoss. Damit er endlich mal Schaden drückt. Also Pal macht auch jetzt schon gut Schaden. So, Schwellen will ein Buntblatt für 570. Warum ist dein Zeug schon so teuer? Wir sind doch noch gar nicht lange in dem Gebiet. So, und ich will ein besticktes Kleid. Auch zum Oktoberfest. Würde ich da mal sagen, ne? Auch wenn es fürs Oktoberfest ein bisschen zu früh ist. Los geht's. Ich muss mich hier ins Zeug legen. Was ist eigentlich mit dem dunklen Fürsten passiert? Der ist abgehauen, ist doch klar. Er hat mich mit total mächtiger Magie verjagt. Ganz schön cool, oder? Ja. Haha, finde ich auch. Also sind wir vielleicht nicht so stark. Also meine Schwestern und ich, meine ich. Aber wenn wir uns zusammentun, dann geht die Post ab. Okay. Im Trio sind die offenbar heftig. Ich bin immer noch so wütend. Weswegen? Als der dunkle Schnösel weg war, haben wir einfach nicht aufgepasst. Und schon kamen lauter Monster und haben meine Schwestern entführt. Ich kann nicht aufhören, mich aufzuregen. Kopf hoch, das biegen wir auch wieder hin. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass einer von den Charakteren irgendwen beleidigt hat. Bonuserfahrung für mich. Und eine Sudschnecke. Allein diese Vorstellung, mir von einer Schnecke zu essen. Ich finde das widerlich. Das ist ein Molluskentier. Das kann man doch nicht essen. Mann, Mirko! Jetzt tau ich nicht auf. Oh, Palme mit einem Teddy schießen. Kommst du nicht ohne dein Kuscheltier aus? Oh. Da kann ich doch nicht nein sagen. Wenn Palme mit einem Teddy rumballern will. So, die Sudschnecken erhöhen die Abwehr. Warum mag unsere Blume das? Die fressen dich auf. Kann einen schicken Panzer gewinnen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und ich habe ihn auch gewonnen. Um Gottes Willen! Pal, meine Augen! Die glühen! Oh! Es tut ja weh in den Augen. Pal tötet erstmal meine Augen. Also jetzt nicht mehr hässlich oder irgendwas, sondern das hat einfach in den Augen gebrannt. Da ist wahrscheinlich der Boss von dieser Ebene hier. Oder da finden wir irgendwas, auf jeden Fall. Wahrscheinlich eine Feen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dunkle beziehungsweise der dunkle Schnösel, die beraubt hat ihrer Gesichter. Ah, was ist los? Ich kann spüren, wie Pal nach mir ruft. Sie ruft mit der Stimme ihres Herzens um Hilfe. Wir müssen uns beeilen. Dann nichts wie los. Dass wir einfach bisher noch nicht mehr Stream gefunden haben. Pal! Ich wusste, das Gesicht ist weg. Eine Palantula. Der Boss ist richtig nice. Okay. Eine Fächerwelle auf einen Pompom. Weil ich die loswerden will. Aua.
Die spuckt Spinnen. Ich hasse Spinnen. Macht sie weg. Oder, ist wie Gift. Ich brauche ihn eigentlich nicht streuen, ne? Aber interessant, dieser Effekt. Sven zappelt da hinten noch. Machen wir erstmal den Pompon weg, oder? Er kann ein paar Möglichkeiten mit seinem Geballer kaputt machen. Bei Wanderblick, war das denn? Vorsicht! Wofür war nicht dich mal wieder? Kann mir mal jemand helfen? Schon zur Stelle! Hier entlang! Neue Technik! Eskorte! Oh, danke, Pal! Mein edles Gefährt hat mich gerettet. Und dafür heilen wir uns sogar. Wir sind jetzt irgendwie Freunde. Und können uns gegenseitig rächen. Schwänze hat sich ausgeruht. Ich hatte den Streuer doch sogar schon in der Hand. Komm raus, Schwänze. Wir schaffen das. Danke. Danke, dass du das Ding umgebracht hast. So. Fächerwelle Palantula. Palantula. Pal ist eine Spinnensorte geworden. Ich bin mal wieder lässig und weiche aus. Das Gute ist, Pal hat keine Bananen mehr. Das heißt, ich kann Sven dafür ausnutzen, dass er ihn hochheilt. Sven, du hast doch auch so eine Technik gerade eben zum Angriff bekommen. Aua! Pal! Ja, dass ich auf dich sauer bin, das hast du auch verdient. Dafür, dass du mich einfach abgeballert hast. Also wirklich, Pal. Daran bist du selber schuld. Aua. Schwellen wird erstmal vom Pal getröstet. Also, ich verstehe, warum mein Charakter sauer auf Pal Banta ist. Dafür, dass er mich halt einfach eiskalt beschossen hat. Pal sucht einfach Stress. Ich habe bisher aber immer noch nicht dieses komische Mii-Projekt hier gesehen, ne? Welche Welle? Zack! Pal hat gut Schaden gefressen. Ich lasse Schwenny mal heilen. Neue Technik, Luftstoß. Pam. Okay. Die HP-Bananen sind alle. Erste Entspannungsaktion, Schmarotzen. Ich leih mir das mal kurz. Was? HP-Bananen. Er hat sich einfach nur eine HP-Banane von Sven gemupst. Du hast gleich Stress mit allen. Also wirklich, Pal. Pal mag keine Freundschaften. Muckst du ihn einfach die Banane? Das ist aber nicht sehr nett, Pal. Blick woanders hin, werde gewarnt. Pal versteckt sich hinter Sven. Lieb von dir, Palwanta. Blumenduft. Heil doch mich und nicht dich. Ich hab's dringender nötig. Also, wenn das so weitergeht, hat Pal gleich wirklich mit jedem Beef. Da, da, danke. Wir haben die erste fesche Fee gerettet. Level up für Palwanta. Panzerung gelernt. Reduziere erlittenen Schaden mit einem extrem dicken Panzer. Level up für Sven. Und Bonuserfahrung. Danke. Spinnensushi mal wieder. Also Pal will nicht mit uns befreundet sein, habe ich das Gefühl. Schockschwere Not. Welcher Fee 2 Pal. Wunderschön. Langsam, das wurde auch langsam unerträglich. Liebe Abenteurer.
Ich muss unsere Schwester Pall retten. Hilfst du mir dabei? Natürlich. Dann begleite ich dich ab jetzt. Pall hat sich dir angeschlossen. Pall, bewache du das Dorf. Gib mir mein bestes Schwesterherz, Pall. Pall hat dein Team verlassen. Kümmere dich gut um meine großen Schwester. Pall ist im Finsterforst, vielleicht. Mirko! Jetzt tauchen ihm auf. Da hinten ist er. Aber jetzt haben wir die fesche Fee Pall bei uns. Oh, Axolotl hat wieder ein Foto geschossen. Hey, lass dir diese Chance nicht gehen. Ich bin Axolotl, der Wanderfotograf. Kannst du das Foto kaufen, das ich vorhin gemacht habe? Wie schön von den Spinnen befallen ist es. Ja, bitte. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Das ist ein tolles Bild, ja. Ein Brief. 100 Schreiben. Ein Ausflugsticket. Die Nähe ist gewachsen. Ich und Freunde in Schweden sind jetzt so weit, dass wir warnen können. Ab zum Strand mit uns, Sven. Pall nehme ich aus Prinzip jetzt nicht mit. Ich weiß, dass ich ihn jetzt zu mir ins Zimmer setzen muss. Komische Verrenkungen. So, genug aufgewärmt. Ach, das war nur ein Aufwärmtraining. Okay, auch mal was Neues. Wolkenwatte. Und ich habe 2 Spielhallentickets. Nee, lass mal. Sven will eine Kritzelblume werden. Jetzt ist ja nur noch ein Stück Papier. Ein orangenes Stück Papier. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nächste Level mir endlich den Mirko gibt. Dann haben wir endlich unseren Popstar. Ich tue Pall übrigens aus Prinzip schon nicht in mein Zimmer, ne? Dafür, dass er mich abgeballert hat. Und das so häufig. Jetzt, Entschuldigung, Pall, aber Strafe muss sein. Du kommst die nächsten 3 Male jetzt erstmal nicht in mein Zimmer. Erst dann setze ich mich mit dir zusammen. Bist du selber schuld. Finsterforst. Bitte keine Kämpfe mehr. Hast du was gesagt? Meine Güte, ist das düster hier. Das ist ja total unheimlich. Selbst wir Feen meiden diesen Ort. Es treiben finstere Mächte hier und wir sind in diesem Wald. Und deine Schwester ist ganz sicher hier? Ja, ich habe so Angst, aber wir müssen weiter. Ich hoffe, es geht dir gut, Pall. Pall ist böse. Ein Vieh? Ein Troll? Ich denke mal, du bist heftig. Fächerwelle? Und ich soll recht behalten. Der macht echt gut Schaden. Sven hat mit ihm gespielt. Erster Ärger. Stören. Was guckst du mich so an? Ich habe jetzt einfach an Pals Stelle zugeschlagen. Ach, ich kann trotzdem schießen. Neue Technik. Mietprojektil. Oh Gott. Und dafür schießt du mich jetzt auch noch. Na gut, hätten wir keinen Beef, ne? Dann hätte ich jetzt ihn. Wie Odin. Was sollte denn das? Erster Ärger. Wütend. Ja, Pai, das hast du dir selbst zuzuschreiben, ne? Ist doch klar, dass ich dafür dann noch wütend auf dich bin. Also wirklich mich einfach als Projektil zu nutzen, um gegen den Feind zu ballern. Pals Klasse ist offenbar echt darauf ausgelegt, einfach Beef mit deinen Kameraden zu haben. Aua. Aua. Sven, ich hätte euch geheilt. Diese Trolle machen so abnormal Schaden. Also nachdem ich Mirko habe, werde ich erstmal die ganzen Ebenen machen. Verletz dich bitte nicht.
Die macht genauso viel Schaden wie der tänzende Pfeil. Also ist keine Aufwertung. Schnauben! Der eine stirbt und der andere kriegt Schaden. Aua. Luftstoß! Gut so, Sven! Und im Gasthaus, ja. Wir sind jetzt Bekannte. Jetzt können wir uns aneinander kümmern. Endlich! Mirko! Du hast so lange auf dir warten lassen. Na, endlich! Komm ins Team im Extreme. So. Du bist einer von der netten Sorte. Und du bist ein Popstar. Ein netter Popstar. Ich könnte ihm die Kleider geben, aber... Nee. Mirko, der... Der ist ein netter Popstar. Der Maxstream. Popstar Maxstream. Bin ich der Letzte? Ja, bist du! Und du bist irre spät dran. Ich heiße Maxstream. Ich stoße vielleicht etwas spät zum Team. Aber zu spät bin ich generell nie, ehrlich. Du bist spät dran, aber eigentlich bist du nie spät dran. Also wirklich, Mirko, du hast so extrem lange gebraucht. Endlich. Wir sind nun zu viert. Ach, ist das toll. Maxstream, wurde aber auch langsam Zeit. Echt mal. Tut mir leid, Leute. Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Um ehrlich zu sein, hier gewartet. Was? Ich stand die ganze Zeit hinterm Gasthaus und hab gewartet. Oh. Gewartet und gewartet. Das war so einsam. Nicht doch, alles wird gut. Und deswegen mussten wir jetzt so lange auf dich warten. Schnee. Jetzt haben wir dich ja gefunden, Maxstream. Zum Wohl! Ja, Paul, dann komm mal her. Maxstream und Sven dürfen auf einem Zimmer sein. Und ich will erstmal mein Pünktchenkleid. Eine Dame muss doch wissen, was sie tragen will. In Blau natürlich. Ich sehe aus wie eine Krankenschwester. Aber Mirko, wie lange du gebraucht hast. So, Angriff und Magie. Her damit. Waldnüsse geben MP. Bitte mag sie. Ach, Hall. So, Leute. Und hier machen wir jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, dass ihr Spaß mit Miitopia hattet heute. Wenn ja, auf YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch ein Follow. Und ich verabschiede mich hier. Zumindest von YouTube.